Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Ark Story Modded Genesis 1. Angewöhnen. Ich sammle jetzt währenddessen der Kollege da hinten zähmt ein paar Narcos. Ich auch liebend gerne von den Narco-Berry Pflanzen machen, aber die finde ich gerade nicht. Damit wir uns möglichst einen neuen Boomerang machen können. Und ich würde den Volleyballer Ventrix da hinten gerne noch zählen. Ja noch viel, viel mehr. Außerdem würde ich meine Base zur Not auch verteidigen wollen. Und ich meine, jetzt sind drei Raubtiere vor der Base und zwei davon sind wach. Haben wir ein paar Beeren gesammelt? Oh, eine Dosis. Nicht mehr. Findet ihr eigentlich auch das Beargt, dieses, dass die Third-Person-Sicht irgendwie ist? Das wirkt total komisch. Nicht wie in anderen Third-Person-Games. Voll der Walli hängt drin. So, brauche ich noch andere? Schön. Auch hier noch mehr. Ich brauche es halt. Sammel einen. Mehr. Anderthalb. Oh. Ein Spold Meat mehr. Oh. Aber nicht schlimm. Okay. Acht. Könnten wir einfach hier mit den Zehen. Zweier machen. Auch ein 102. Mache ich tatsächlich. Er wird ja hoffentlich noch nicht so schnell aufwachen. Nee, nee. Das dauert noch. Immer noch ein bisschen, dauert ja noch ein paar Minuten, bis das alles wieder möglich ist da. So. Ach, das Fleisch hier drin. Ach, eins. Nicht viel. Ja, komm. Besser da. Besser als gar nichts. Okay. Bisher nicht. Nee, das interessiert ihn jetzt. Warum rennt er weg? Bin einmal angekratzt. Warum rennt er weg? Egal. Laufen wir jetzt hinten zurück. Gucken, ob wir noch irgendwie Prime Meat oder sonstiges kriegen. Also, was war da für ein Level? Tag. Haben Sie Plateaus zwischen?
Nope. Aber Kettros. Okay. Hat den gar nicht interessiert. Lang? Aber ah, da war ein Sarkus. Autsch! Oh fuck! Und die können ja launchen. Was? Das ist nicht gut. Nacht. Danke für dein Opfer. Auch wenn du mir nur Fleisch gibst. Werde ich jetzt sicherlich nicht angreifen. Gesehen? Nee. Na so. Au. Oh mein Gott, ich komm nicht weg. Oh, das war nicht gut. Ein guter Wurf. Das tat weh. Bring mich vor, bald auszutreten. Ja. Das ist Stein. Ja, ganz viel Blut. So viel Blut, dass ich instant schon wieder tot bin. Aber wie sieht's hier aus? Wird sich kein. Das wird Ewigkeiten dauern, nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich gestorben bin. Irgendwo da hinten, glaube ich. Bin relativ einmal im Kreis gelaufen. Ja. Bin einfach keinen Meter weit gekommen. Oh. Da gibt man alles her. So. Den ausgemacht? Ja, jetzt verpisst euch doch. Scheiße, Insektenschwarm. Sind jetzt ausgenockt oder nicht? Nee. Keine Ahnung, wo er hin ist. Ausgenommen hat sie nicht. Wo ist seine Frau? Oder ihr Mann? Das sehe ich nicht. Das sehe ich. Ja, jetzt sehe ich anscheinend gar nichts mehr. Cool.
Wird ja lang. Weißer. Hat das getriggert? Aber ich würde es gar nicht wissen. Ich brauche langfristig echt mehrere von denen. Was könnte klappen? Das ist doof. Am Hintereingang, jo. Blöd ist, wenn der jetzt aufsteht, dann den doch wieder. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen sammeln. Und dann gucken wir einfach, dass wir wieder da sind, wenn der aufwacht. So, fertig. Ja, zwischendurch noch einen Boomerang gecraftet, weil der Walli wieder da war. Der Dillo. War leider wieder abgehauen. Hey! Na gut. Schadenstechnisch fühlt sich das schon mal gut an. Auch jetzt Mortar und Pestle. Und da. 20 Zement zu machen. Das wird aber nichts. Na ne. Schwierig. Könnte aber. Ne. Wird nichts. So wenig. Zack. 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 Ja, vier sind etwas. Können wir den eigentlich auch auf gewesen? Dann kommen wir mit. Jetzt auch ein ganz okayes Level. Leben hat er nicht viel, aber immerhin etwas. Oder hinten? Lass mich nicht sagen, natürlich nicht. Bewegt er sich auch oder pimmelt er nur durch die Gegend? Wenn du bist reingekommen, dann kannst du ja wohl wieder rauskommen. Kollege? Oh. Nicht. Bin ich raus? Ist eingesperrt. Wo kriege ich da meine Soul Tribes her? Ich weiß, wo ich die herkriege, aber dann habe ich schon Stuff. Man macht doch Schaden gegen die Insekten. Kristall? Nicht so aus. Ein bisschen Döns. Anscheinend hatte ich das vorher auch schon. Gut, brauche mal noch ein Plateo. Ich brauche mal noch ein Dings. Und dafür bräuchte ich jetzt. Gehe ich in den raus? Ich habe safe keinen. Null Green Gems. Und ist das so? In diesem Fall auch in einem Plateau. Level ist egal. Ah. Alles gut, falsche Richtung, falsche Richtung. Boden ohne Flugtiere ist echt anders wild. So.
müssen doch irgendwie Plateos sein. Eine Paracetamol-Tee und Plateos. Jojo. Grundsätzlich ein Hund, gerade aber eher nicht so. Ein Paar, ja. Wird, das wird. Okay, tot ist es. Para interessiert mich gerade tatsächlich nicht so wirklich. Zu lange Zähmzeit für zu wenig Nutzen. Ich würde einfach nur ein Plateo nehmen. Kann von mir aus Level 6 sein, ist mir egal. Schön, wenn er zumindest Level 18 wäre, aber auch ein Level 6er. Hilf mir, Delta Dromois! What the fuck? Okay, ich renne in eine andere Richtung. Fuck. Renn doch da drüber! Oh mein Gott. Okay. Und weg. Boah, hab ich mich erschrocken. Hunger. Steht auf einmal so ein Indorex gegen. Ceratus. Ja, nein. Legt sich zwar gerade ein Kentro an, aber nein. Er legt den Kentro sehr wahrscheinlich so gut. Da sind Plateos ausgestorben. Hallo Raptor. Okay. Nein, interessiere ich den Raptor nicht. Was geht der jetzt so steil? Auch nicht. Okay, muss ich auch nicht sehen. Komm, ich will doch nur ein Plateo. Das rechts ist definitiv keiner. Ich weiß jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will auch gerne raus. Ja, schon wieder hier in den Löchern. Ganz schön, dass hier die Löcher sind. Und theoretisch hier Viecher loswerden könnte, wenn man es denn möchte. Aber das interessiert mich ja gerade nicht so wirklich. Loswerden möchte, ist eine Schwäche. Okay. Auch erst Elefanten. Ich laufe schon wieder Richtung nach Hause. Ich will ein bisschen weiter links bleiben. Deine Serus sehen hier schon ziemlich cool aus. Gut, das bringt nichts. Mal hier. Und Glück haben hier. Hier, nein. Jo. Und das ist okay. Riesige Stängel. Ja.
nicht das, was ich suche. Couch. Tot? Davor. Krokodil. Ich bin gerade wieder im Kreis, ne? Ich laufe nicht, ich laufe weiter hoch. Oh mein Gott. Um Level bringt es halt auch nichts, dass die stärker sein könnten. War doof, ne? Ja, toll, dass hier 3 Millionen Waldelefanten sind. Finde ich wunderbar. Ah! Okay, hier ist ein Iguanodon. Gehen wir da hoch. Mal nicht da hoch. Hier unten drunter her. Ich glaube, hier kommt ein Bloodstalker spawnen. Oh no. 100 pro spawnen. Ich konnte nicht Bloodstalker spawnen. Hängt bestimmt gleich einer und catcht mich. Komm. Nope. Ich such doch nur ein Plateau. Mann, am Anfang waren so viele da. Jetzt einfach gar keiner mehr. Nope. Sehr gerne später mal. Da werde ich nie wieder einen sehen. Jetzt laufe ich zurück. Was soll ich machen? Ich bin jetzt eine relativ große Runde gelaufen. Fuck. Auf, dass er mich nicht gesehen hat. Lauf doch weg. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Und gute Nacht, bin tot. Nicht mal von dem Dino, der mich gejagt hat. Der Card. Die beiden sind, glaube ich, da hinten irgendwo. Ja, okay. Anscheinend holt mich der Katsch. Ah. Nicht. Das Aggro werden, wenn ich wach werde. Okay, versuche ich mein Glück. Bringt mir zwar trotzdem nichts hier zu sein, aber nice. Jetzt hier noch eine Runde drumherum. Mal, ob ich hier noch irgendwie ein Plateau finde und dann drauf. Kein Plateau Spawngebiet, weil es viel zu weit in der Mitte ist. Hier spawnt nur was Fleisch frisst und
mindestens 500 scharfe Zähne hat. Oder ein Langhals ist. Oder ein Iguanodon. Oh. Plateaus sehe ich keinen. Da hinten rüber ist unsere Base. Hier würde ich nochmal einen Blick hoch riskieren. Oh. Und sammeln. Gehen wir weiter. Ich wusste es. Autsch. Was habe ich gesagt? Hast du mich aber warnen können, Elena? Hast du ja auch nicht hingekriegt. Oh, ich bin unten im Sumpfgasbio. Hier sind große weitflächige Gebiete. Ich finde Plateaus sehr gut spawnen. Hallo Delta Dromois. Hallo Plateaus. Leider habe ich jetzt gerade nichts dabei, um euch zähmen zu können. Natürlich sind jetzt hier wieder in jeder Ecke welche. Wo ist denn meine Leiche? Die ist doch irgendwo hier. Ich habe voll noch einen Bloodstalker-Baum aus. Sicher sein? Okay, nein, hier ist noch nicht. Oben? Kann gut da oben gewesen sein. Ich laufe hier mal außen rum. Mal gucken. Tag, ah, da hinten bin ich. Raptor? Weil auch ziemlich selten sind. Auftanken. Und dass der mich nicht wieder crasht. Crasht. Ja. Rücklaufen. Plateaus. Nicht riskieren. Ja. Pisst euch. Verpisst euch. Oh, warte. Ich hab Chitin. Frisst deine ganzen scheiß Artgenossen doch auf. Oh, jetzt hat was? 12 Chitin gekriegt?
Jetzt schön zurück. Immer so ein Kackplateau. Zwei. Wenn die liegen, dann kann ich die Folge ganz in Ruhe und entspannt beenden. Vorher nicht. Bitch. Echt? Nicht gesehen. Da ist ein Plateau. Level 50. Ja. Schön. Nacht. Lass dir mal ein bisschen hungern. Waren ja noch andere. Jetzt holen wir uns auch. Yes! Edit null Hexagons, was? I took a squiz at the version history for the Genesis simulation. As the simulation's creators were finishing their work, things were falling apart across the world. This wasn't the only big simulation. Though it was one of the most sophisticated. I wonder what happened to those other simulations if and when they were knocked off the grid. Sehr schön. Zweiter, der ausgenockt ist. Noch ein dritter, den ich noch mitnehmen kann. Da waren noch so viele. Guess not. Gut, ich guck mal, ob ich ein oder beide zähmen kann. Und ob ich die sicher Space kriege. Wenn ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge einfach ganz entspannt an der Base. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Folge. Ciao.